Blubidi Blub, willkommen zurück. Ey, das hat sich fast gereimt, so ein Mist. Ein Schaf haben wir jetzt auch dabei, LTF ist leider weg. Ich bin eine Katze, verdammt. Ey, ihr fühlt euch beschwipst, hui. Steht bei mir unten. Weißt du, wenn du besoffen bist, dann läufst du schief. Wenn du richtig besoffen bist, dann kotzt du. Und wenn du total besoffen bist, dann wachst du am nächsten Morgen neben mir auf. Wenn du die Aufnahme anguckst, ich habe gerade die Kamera zu dir umgedreht. Okay, dann brauchst du sie jetzt gar nicht mehr angucken. Fail. Jetzt wird so die ganze Kamera, jetzt wird so, du musst dir immer so ein Herz einblenden. So, Winning. Ich probiere es reinzuschneiden. Oder irgendwie reinzudrehen, wie auch immer. Noch wie viele? 6 Balken? Das Level up. Was skill ich denn dann? Ich hatte auch mal einen Schurken auf 40, aber dann habe ich ihn abgebrochen, weil Schurken echt sau schwer sind. Das war mein erster Charakter, habe ich ihn irgendwann aufgegeben, weil es mir echt zu schwer wurde. Oh oh. Nein! Oh mein Gott, don't touch him! Schurken FTW, niemand kann mich sehen. Sie können sich nicht heilen, sie haben keine hohe Abwehr, aber sie können sich verdammt nochmal unsichtbar machen und schnell laufen. Eben, und über Wasser sprinten, hey! Das ist das Geilste. Was für ein... Das verleitet mich fast selbst, einen Wogenschurken zu nehmen. Das ist ja so cool. Wolltest du nicht Wogenjäger machen? Ja, ich weiß, aber dass die was Wasser laufen können, ist ja scharf. Aber das liegt ja an der Glyphe und nicht an dem... Naja... Ich hab's auch nicht gewusst. Ich würde am liebsten einen Wogen-Schamanen haben, aber die können leider kein Schaman werden. Das ist immer so, die Lieblingskombination, die gibt's immer nicht. Ja, das gibt's wirklich nicht. Also meine Freundin will ja unbedingt Menschenjäger machen, weil sie es total cool findet. Was ich überhaupt nicht verstehe. Also wie findest du denn die Kombination mit Cataclysm? Lass mal darüber reden, wenn wir noch ein bisschen laufen müssen. Was meinst du genau? Klassenrassen. Spasten. Also, sie haben bisher alles gut erklärt. Zum Beispiel kriegen die Zwerge ja jetzt endlich Hexenmeister. Und Charming. Nee, beziehungsweise kriegen die Magier und Schamanen. Die Schamanen kriegen sie ja, weil Marudin sich opfert. Der opfert sich ja, ruft die Elementar... Er hat ja eine Vision davon, wie Eisenschmiede untergeht. Mhm. Dann ruft er die Geister an und sagt, ja bitte, bitte, rette mal meine Stadt und mein Volk. Und dann wird er halt zu einer Statue. Und dafür kriegen halt die Zwerge den Segen der Elemente. Und deswegen können sie Schamanen werden. Immerhin ergibt es Sinn. Ich habe irgendwo mal einen Trade gelesen. Ja, findet ein Geologenzwerg, ein Totem und ist Schamane. Fand ich dann nicht ganz so einleuchtend. Ich weiß, das Einzige, was ich wirklich überhaupt nicht weiß, ist, wie die Tauren zum Licht kommen. Das habe ich leider noch gar nicht mitbekommen. Ich kann dir sagen, wie. Wie denn? Wieso immer zufällig das, was du nicht weißt? Pass auf. Erstell den Tauren. Weißt du, wo der Druidenlehrer ist in Donnerfels? Jo. Ja oder no? Ja, jo. Ach so, okay. Pass auf. Geh da hin, warte da 5 Minuten und dann irgendwann hörst du ein Gespräch zwischen einem Tauren mit Mana. Also ein weiblicher Tauren mit Mana und einem Zweihandschwert. Ach du Scheiße. Und der wird dann mit einem Tauren, irgendeinem anderen Tauren reden und dann wirst du sehen, warum die... Ich hab's auch lange nicht mehr angeguckt, aber ich hab das wirklich mal irgendwo im Trade gelesen. Sage ich das richtig? Trade? Egal. Ja, spoiler doch einfach mal, jetzt hast du gerade den Zuschauer. Auf jeden Fall... solltet ihr das mal machen. Erstell ich einen Tauren, geht dahin, fertig. Ich glaube, ich mache das mit Scray morgen. Könntest du... Ja, stimmt, ihr müsst euch keinen Tauren erstellen. Geht da ins Druidendorf. Und da unterhalten sich dann zwei Tauren halt. Einer hat ein Zweihandschwert mit Mana. Könnte natürlich auch ein Jäger sein, aber wenn die über Licht reden, glaube ich das ja nicht. Ist unwahrscheinlich. Hey, wir haben es fast geschafft. Ich bin sprachlos begeistert. Und es waren 1,5 Parts, nur mit Laufen. Das finde ich eigentlich zwischendurch mal ganz angenehm, wenn man... nur aufnimmt, ohne jetzt Hammer zu questen, weil das geht einem irgendwann auch auf den Senkel. Da hast du recht. Ich glaube, ich mache jetzt alle 10 Parts und kriege einen Entspannungspart, dass ich mich irgendwo hinstelle, ein bisschen was laber, aber nichts aufnehmen. Also nichts mache. Wäre eine Idee, ja. Ich würde es mir anschauen, hey. Hey, cool, ein Abonnent, yay, yeah, ein Zuschauer. Ja, Quest bei Tranrek. Hallo. Laber nicht, gib her damit. Gibt's hier? Ah, Steckbrief. Wir sollen Köpfe holen. 1 Gold 30, heiliger. Mit Cataclysm gibt's ja den Gildenskill, dass man mehr Gold auch bekommt, oder nee? Dass man Gold... Auch, ja. Ja, doch, ne? Mhm. Wir sollen hier irgendwelche Köpfe einholen.
reinholen. Ich finde allerdings das Gildensystem nicht so fair. Zwar steigt das bei allen Gilden gleich, unabhängig von der Größe. Aber wenn du nicht so gut bist und keine Gilde hast, dann... Wenn du keine Gilde... Es werden richtig große Twink-Gilden entstehen. Gibt es ja jetzt auch. Es gibt ja jetzt hier auf Antonius zum Beispiel. Gab es früher mal, wie hießen die bei der Horde? Fiese Spirit. Das ist eine riesengroße Twink-Gilde gewesen. Da war ich sogar mal drin. Ich war da auch mal drin. Und solche Twink-Gilden, die werden richtig groß werden, weil alle Leute reingehen einfach nur, um zu twinken und das auszunutzen. Ich find's ehrlich gesagt okay. Aber... Es kommt drauf an, bei einige Sachen sind nützlicher, andere weniger. Ich finde das halt dumm, dass es Gildenerfolge gibt, weil das kann echt nicht jede Gilde machen. Da müssen sie sich irgendwas überlegen, von Schwierigkeitsstufen her. Sonst wird das... Vor allem werden Gildenhopper auch ganz schön schlimm werden, die jetzt in größere und also in stärkere jetzt Raid-Gilden reingehen und die Gildenerfolge abgrasen und dann wieder rausgehen. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das kommt. Was mich interessiert, ob es wieder diesen Dungeon-Finder gibt. Das bin ich doch offen, ich finde den cool. Ja klar, ich finde den auch cool, nur es ist einfach unfair damals gegenüber. Vor allem, du willst das neue Gebiet kennenlernen, du willst das und das, weißt du? Folge mich, hier gibt es noch einen Questort, Entschuldigung, wenn ich ihn überbrochen. Ja, ich will nur kurz Flugpunkt holen. Achso. Und deshalb. Wo denn? Beim Dampfdruckbier. Ja, links da, ne? Rechts, genau. Da habe ich aber noch mit fürs. Ey, Resistant ist hier. Du, rate mal, wer das ist. Das ist jemand, der oft widersteht. Das ist Disaster. Redet mit mir! Egal, der scheint AFK zu sein oder sich gerade bewegt. Scheiße, hat er sich bewegt? Egal, er ist eh Schattenpriester, weg hier. 5%. Hey, ich habe 10 Level lang einen Schattenpriester gespielt, von 70 bis 80. Immerhin. Ja, ich hatte einen Holy Priester gespielt mit der Jägerin meiner Freundin. Und dann hatte sie keine Lust mehr auf den Jäger, da musste ich dann die letzten 10 Level alleine machen. Und da habe ich halt auf Schatten umgespeckt für 10 Level. Schatten ist lustig, du heilst dich, machst Schaden. Fast wie ein Paladin, halt nur in Schattenform. Hey. Und mit Stoff, das fand ich ein bisschen nervig. Ja, aber ich meine, bis auf bisher noch Range, das geht glaube ich durch. Was ich an dem neuen Instanzensystem Cataclysm nicht so gut finde, ist, dass es die Quests alle in der Instanz gibt. Dieses Prä-Quest-Sammeln fand ich früher eigentlich recht lustig. Vor allem hast du da die Gebiete ein bisschen kennengelernt. Und du bist gern für eine Quest ein bisschen was gegangen. Wobei es jetzt auch, es wird ja wirklich Instanzen geben, beziehungsweise Quests in Instanzen, die man noch nie gesehen hat, weil ich glaube kaum, dass wirklich viele wirklich alle Quests kennen. Ich bin außer Reichweite. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, der Game Sound im Moment, was ist das denn? Hey, ich mache sogar fast Schaden. Ich habe keinen Ingame Sound, what the fuck? Drück und S. Oh, danke schön, das ist ja cool. Ich denke, was ist jetzt los? Das ist, weil du irgendwas von mir angeguckt hast oder ähnliches. Passiert mir auch andauernd. Auch diese komischen Wasserbehälter hier. Die Banditen. Kennst du noch mehr solche Kürzel? Ja, drück mal. Strick und R, dann siehst du deine Frames. Nö. Ja, doch, bin ich schon. Da seht ihr das, Blubby, die Blub. Also STRG, ne? Ist mir klar, du Nase. Ja. Ich bin halt gerne ein Gnome. Nee, vielleicht, ich glaube, ich hab's ausgestellt oder unterdrückt, ich weiß es nicht. Wer weiß. Also, wenn du Strick und R drückst, hast du unten in der Mitte so... Über dein EP Balken, so FPS im Wald. Heiliger Bimbam, wie viel habe ich mit dir gepult? Ach, da unten, Also hast du es doch gefunden. Ja, ich bin nur blind, das ist was anderes. Und ich habe gerade den... Oh, du hast ja gleich Kalib gefunden. Tatsächlich. Ich habe auch gerade WoW Sound ausgemacht, vor lauter Hektik. Soll ich gleich mal runterstellen, bei dem ganzen Geklopfe versteht man mich kaum. Oder dich. 60 FPS habe ich gerade, 70, cool. Alter, ich habe 30. Du nimmst aber auch auf. Nee, ich habe einfach nicht den besten PC. Okay, eigentlich schon. Das ist eigentlich der allerbeste, den ich kenne. Nein. Aber ich habe den Kopf. Das ist gut. Du hast den Kopf. Gratulation. Wie soll ich als so kleiner Gnome einen riesigen Kopf in meiner Tasche verstauen? Blizzard. Da mochte ich die Comics von Fidget und Shanks auch immer cool. Sehr gern.
Ich bin auch. Gib den Kopf ab, ja? Komisch, dass ich gar nicht wundere, dass wir beide den Kopf hatten. Wirkt hier so über die Schulter und so einen riesigen Haufen voller Köpfe. Ah, dieses Kürzel ist cool. Was ist eigentlich deine Meinung zu Klickern? Was meinst du damit? So. Leute, die ihre Skills anklicken, statt es mit den Händen, mit den Tasten zu machen. Ich weiß nicht, ich mach beides. Von 1 bis 6 mache ich Taste, den Rest mache ich meistens mit Maus. Klickern, ich weiß nicht, ich mag sie nicht so. Nicht ganz. Kommt drauf an, bist du Klicker? Ja. Also Klicker finde ich sehr nett und liebenswert. Nein, was ich nicht verstehe, es gibt ja viele, die rasten doch wirklich. Ich habe wirklich schon Nerd, die sind ein. Man kann doch so spielen, wie man will, mein Gott. Eben, deswegen verstehe ich das nicht. Was hat das überhaupt damit zu tun, ob man klickt oder drückt? Das ist doch egal. Das hat doch. Der Global Cooldown geht auch nicht schneller runter. Das könnte man mal nachschauen. Dann wäre das wahrscheinlich mal irgendwann aus der Welt geschafft. Könnte man ja mal probieren. Es war ja im Gespräch, dass sie den Global Cooldown komplett abschafft. Das wäre ja was geworden. Und Waffel auf 302. Nimm drück mal ganz schnell rechts die Maustaste auf den Mob, dann greifst du von dir aus gesehen schneller an. Das ist ja stark, dass die. Echt? Ist das jetzt nee, echt so das oder sieht das nur so aus? Aber ich habe mich auch mal gewundert. Das war irgendwann mal noch ein Patch, weil viele Neulinge, Noobs in Anführungszeichen, haben das so gemacht. Keine Ahnung. Und dann haben die es einfach reingepatcht. Das heißt, ich ziehe das sieht ja aus. Ja, ich mache jetzt hier 30 Mal hintereinander Drehkick. Naja, egal. Das ist ja mega scharf. Hier kann man also Sachen voneinander lernen. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja unglaublich. Du könntest etwas machen, was selbst ich noch nicht gemacht habe. Die Höhlen der Zeit zeigen. Die habe ich mich auch nicht gezeigt. Oh, das wäre was. Wir müssen noch ungefähr 4 Minuten oder so haben. Das müsste eigentlich reichen. 3 Minuten. Könnte ich im nächsten Part aufnehmen. Genau, da bin ich auch noch dabei. Ehrlich? Hey! Yay! Oh, wow! Noch 2. Juhu! So hoch komme ich glaube ich nicht, ich lasse es. Okay. Alles klar. Hier lieb. Voll in die Nieren. Nimm das! Was ich so lustig finde, in World of Warcraft, jeder weiß über die menschliche oder feindliche Anatomie bestens Bescheid. Wo ja. Die Nieren sind. Aber ich soll wohl noch nicht drüber nachgedacht. Aber ist im Endeffekt so. Entwaffnet. Boah. Ey, was passiert, wenn du ihn erwaffnest und ich ihn dann entwaffne? Dann verliert er seine Kleidung. Schloff. Nackt. Ey, lass das mal probieren. Ah, nee, du hast Cooldown. Ah, nee, hat kein Cooldown. Du bist Krieger. Hey. Oh. Hat Cooldown. Ich weiß. Ich wollte nur cool sein. Hat aber nicht so lange Cooldown, wenn ich das gerade sehe. Ja, ich hab eine Minute. Und ich hab 40 Sekunden. Weil ich es geskillt habe, ist es glaube ich weniger. Was sind deine Lieblingsklasse? Schamane. Weil? Können hauen, können heilen, können Ele. Können Heldentum, Kampf, Rausch für die Horde. Haben zwar Wettige, ich. Keine Ahnung, ich mag die einfach extrem. Die haben ihre Totems, man ist nicht wirklich alleine, okay, dann sagt man, ja, ich bin Hunter, ich bin auch nie alleine, haha, aber dafür heißt mein Pet nicht Kuschelbär oder Brombeer. Kuschelbär. Teddybär, Wendel. Finde ich, passt gut zu mir. Ich bin so der elementare Typ, Arr. Ich mag's. Ich hatte früher einen Verstärker-Schamane. Ja. Als der auf 77 kam, da hat Blizzard irgendwas bei der Treffsicherheit gepatcht und danach hat er ständig verfehlt, da hatte ich keine Lust mehr auf ihn. Salura, du wirst es mir nicht glauben. Oder wolltest du noch was erzählen? Salura war mal ein Troll. Cool. Okay, mehr Informationen gibt's nicht. Salura war mal ein Troll. Das ist stark. 30 Sekunden. Wir singen euch ein Lied vom Let's Play an. LTF und Dub werden World of Warcraft. Oh nein, es ist ein Desaster! Oh holy shit, I have to run! Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. LTF haut ab und wir sehen uns!